Wie lange arbeite ich eigentlich an Videos? Die Frage habe ich euch letzte Woche einmal im Community-Tab gestellt und war auch sehr überrascht über die zahlreichen Abstimmungen. Also es ist wirklich über 2000 Leute haben sich daran beteiligt. Und abgesehen davon, dass wir hier einen sehr schönen Penisgrafen erstellt haben mit der Verteilung, bin ich doch recht überrascht, wie unterschiedlich auch die ganzen Kommentare gewesen sind dazu. Ne? Das ist natürlich, klar, es hat mich jetzt wenig gewundert, dass von den verfügbaren Optionen, die ich gestellt habe, ne, gesagt habe, hey, es dauert im Schnitt 1-2, 3-4, 5-6 oder 7-8 Stunden, wie gesagt, nur so ungefähr auf den Schnitt eben bezogen, habe ich natürlich gewusst, dass alles irgendwo dabei sein wird, aber gerade bei den Kommentaren war ich doch sehr überrascht, was für eine unterschiedliche Wahrnehmung bei den Leuten eben herrscht. Und genau deswegen habe ich auch mal diese Umfrage gemacht, weil für mich selber war es nämlich auch unklar, lohnt sich der Aufwand eigentlich, den ich bei diesen Videos hier betreibe. Weil für die Leute, die es nicht wissen, vielleicht für die Leute, die jetzt auch erst so im letzten Jahr oder in den letzten Monaten, Wochen hinzugekommen sind, das hier ist eigentlich der Zweitkanal. Das hier ist eigentlich nicht der Hauptkanal, nicht die hauptsächliche Arbeit. Ja, es ist so ein bisschen aus den Fugen geraten, auch basierend darauf, dass der Zweitkanal, ich glaube, ich bin der, ich weiß es nicht, so der einzige YouTuber, dessen Zweitkanal mehr Abonnenten hat als der Hauptkanal, liegt auch einfach daran, dass ich im letzten Jahr wirklich nur so 1-2 Videos Anfang des Jahres dort hochgeladen habe und ansonsten habe ich mich eben hier auf den Zweitkanal fokussiert. Aber ursprünglich angedacht war es eben auch wirklich, hey, ich möchte hier nur schnell irgendwelche Meinungen loswerden. Dass wenn es irgendwie ein aktuelles Thema gibt, irgendwie eine aktuelle News oder ich auch irgendwas gespielt habe und ich möchte dazu auch ich möchte mich am Diskurs beteiligen. Ich habe einen gewissen Meinungsdrang und dann muss ich nicht einfach stundenlang irgendwie auf Discord mit Leuten darum diskutieren oder in irgendwelchen Calls sitzen oder auf Twitter 5000 Dinge schreiben und dann da sitzen, na, ich habe eigentlich noch irgendwie ein bisschen mehr zu sagen. Nein, ich kann hier einfach das Mikro anmachen, das irgendwie auch kurz loswerden, ungefähr passendes Footage dazu, ein bisschen Musik drunter und dann kann der ganze Kladderadatsch dann auch eigentlich raus. Und das war angedacht, so der Zusatz zu sein zu diesem Hauptkanal, auch weil ich dann immer das Gefühl habe, oh, ich würde über dieses Spiel gerne was machen, ich würde dazu gerne ein Video machen, aber jetzt wieder die Zeit nehmen und das ganze Skripten und dann das perfekte Footage zu haben und dann wirklich auch ein gutes Video zu erstellen, wo alles, zu dem ich eben auch sage, die passenden Beispiele gezeigt werden, das Ganze auch gut strukturiert ist. So, da habe ich nicht die Zeit für. In einer perfekten Welt würde ich es vielleicht einmal die Woche schaffen, so ein Video zu machen, aber es gibt natürlich auch mehr Spiele, die ich besprechen möchte und dann dachte ich, hey, ich mache das doch Ganze eigentlich ja schon seit mehreren Jahren auf meinem Patreon, wo ich eben auch monatlich mehrere Reviews zu aktuellen oder auch zu älteren Spielen irgendwie rausbringe und auch Meinungsbeiträge mache und weil da die Resonanz sehr positiv war, dachte ich mir auch irgendwann, hey, um eben auch mehr Inhalt irgendwie zu bringen, um eben auch hoffentlich mehr, ne, so ein bisschen finanzieller abgesichert zu sein, mache ich das mal Ganze mit eben diesem Zweitkanal und mit der Zeit ist aber auch so ein bisschen der Anspruch an mich selber etwas gewachsen, weil ich dann eben auch hier mehr Zeit mit verbracht habe und auch gesehen habe, dass die Resonanz auf diese Videos sehr positiv ist. Das heißt, ja, ich habe immer noch Videos, bei denen ich relativ leicht arbeite, dass ich dann einfach, okay, es gibt ein gewisses Thema und ich habe vielleicht schon eine Meinung, dann kann ich sofort das Mikro anmachen, das Ganze einsprechen und dann kommt ungefähr passendes Footage darunter, ein bisschen Musik dazu, das Ganze wird hochgeladen, Thumbnail und fertig an sich, ne? Aber selbst das braucht schon seine Zeit und es geht dann hin zu den Videos, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, dann willst du halt eben auch mehr ein bisschen Footage hinzunehmen, dass selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Review mache, wenn ich das am Anfang hier gemacht habe, ich glaube mit einer der ersten, die ich auf dem Kanal hochgeladen habe, das war zu Ratchet & Clank Rift Apart, dem PlayStation 5 Spiel. Mittlerweile PC, aber damals eben noch PS5 exklusiven Titel und auch da habe ich das einfach, wie ich das bei den Patreon Reviews gemacht habe, frei eingesprochen und dann einfach mal ein bisschen was von meinem Footage, was ich eben hatte, gegriffen und hier so mehrere 5-10 Minuten Segmente einfach reingeklatscht, damit die Leute was im Hintergrund zum Gucken haben und man eben auch ein gewisses Gefühl für das Spiel bekommt. Aber es musste jetzt nicht wirklich passen. Und das hat sich dann nach und nach immer mehr so ein bisschen verändert, dass ich momentan auch häufiger da sitze und dann nochmal mir die Audio bearbeite und dann eben in mein Schnittprogramm, in dem Fall Adobe Premiere, das Ganze reinwerfe und mir dann noch einmal das Ganze eben durchhöre, natürlich in zweifacher Geschwindigkeit, aber dann schaue, oh, okay, da ist ein Moment, da könnte ich irgendwas einfügen, da könnte ich was einfügen, da könnte ich was einfügen, da könnte ich was einfügen und so weiter. Und dass dann teilweise die Videos schon
schon natürlich jetzt nicht so hart editiert sind, wie das irgendwie auf dem Hauptkanal der Fall ist, aber doch schon relativ intensiv, so dass ich mir auch mittlerweile die Frage gestellt habe, lohnt sich das überhaupt? So, lohnt sich das überhaupt im Sinne von, kommen die Videos besser an? Werden die dann irgendwie länger geschaut, häufiger geklickt? Das ist natürlich eine Frage, die kann ich euch nicht stellen. Das muss ich dann ausprobieren und dann die Werte vergleichen. Und selbst das ist relativ schwer, weil außer du hast exakt das gleiche Thema und den gleichen Audioinhalt und machst einfach nur die Bebilderung anders, kannst du es schwer abschätzen, weil Themen inhärent unterschiedlich funktionieren. Dass bei dem einen Beitrag dann Leute generell interessierter dran sind und dann wäre es scheißegal, ob da irgendwas im Hintergrund zu sehen ist. Und bei anderen Sachen würde es vielleicht eher dabei helfen, dass da Sachen zu sehen sind. Ne? Zum Beispiel, ich glaube, bei allen Videos, wo ich so meine Trash-Titel bespreche und dann eben auch hier und da mal kurze Szenen aus meinen Streams einbaue und eben auch genau zeige, was jetzt gerade irgendwie kaputt ist. Das hilft, denke ich, schon. Das macht auch die Videos besser und sorgt hoffentlich auch dafür, dass die länger geguckt werden, was dementsprechend dann bessere Werte auf YouTube erzeugt und dann eben gesagt wird, oh, dann, ne, Leute gucken das, dann spielen wir das einfach mal eben mehr Leuten aus und je länger die Sachen geschaut werden, desto höher sind dementsprechend auch meine Werbeeinnahmen. Ne? Also das ist in dem Fall eine Arbeit oder beziehungsweise ein Ziel, wo sowohl die Plattform als auch ich dann eben davon profitieren. Aber bei vielen anderen Sachen bin ich mir eben auch nicht sicher, ob sich das dann irgendwie hundertprozentig lohnt. Gerade bei irgendwelchen Meinungsbeiträgen, wo ich dann teilweise auch zumindest nur versuche, oh, es basiert auf einem gewissen Tweet oder einem gewissen Event, dann will ich dazu mal irgendwie kurz was einblenden. Ne? Beispielsweise bei dem Tekken-Video, was ich gerade gemacht habe, dass ich mir da nochmal die ganzen Tweets rausgesucht habe oder eben auch dann die visuellen Beispiele, wenn ich was genannt habe, ne, von der, die positiven Beispiele von der Website, dann habe ich die irgendwie nochmal rausgesucht und da irgendwie eingeführt. Und da war mir einfach jetzt mal, ne, wollte ich fragen, weil ich dann oftmals auch noch Kommentare gehabt, erhalten habe von Leuten so, oh, du machst dir ja kaum Arbeit bei diesen Videos und die werden ja einfach nur rausgeschissen. Und ich denke mir mittlerweile, ja, also selbst die gefühlt irgendwie rausgeschissen sind, auch das ist irgendwie noch ein bisschen Arbeit. Und bei vielen anderen mache ich mir eben deutlich mehr Arbeit, ist es eben deutlich mehr Aufwand. Deswegen dachte ich mal, okay, fragst du mal in die Runde, wie das Ganze dann aussieht. Und die Realität ist von dem, was hier gewählt wurde, ne, dass die meisten Leute gesagt haben, entweder 3 bis 4 Stunden oder 5 bis 6 Stunden, es ist sehr nah dran, aber im Durchschnitt für ein Video auf dem Zweitkanal sind es mittlerweile doch tatsächlich eher 7 bis 8 Stunden, die ich hier für brauche. Weil es einfach auch viele Sachen gibt, die dann deutlich länger brauchen, wo ich den kompletten Tag hier dran setze oder teilweise dann sogar länger. Weil ich will das einfach mal nur anhand des Beispiels von wirklich dem simpelsten Video, was ich machen kann. Dem simpelsten Video, was ich machen kann, wie da momentan mein Aufbau aussieht. So, ne, irgendwie beispielsweise, es kommt ein Trailer raus zu irgendwas. Und das ist dann schon ein Spiel, wo ich was drüber Bescheid weiß. Ich muss nichts irgendwie recherchieren. Ich kann mir das Ganze einfach ansehen und dann nehme ich dazu basierend meinen Eindruck ein Video auf. Ne, das heißt, ich muss kein separates Footage aufnehmen. Ich muss nicht irgendwie großartig was recherchieren. Ich kann das Ganze einfach nur aufnehmen. Und die Sache ist auch, ich mache mir sehr, sehr selten Notizen. Eigentlich nie. Ich mache einfach nur das Mikro an und dann rede ich drauf los. Durch meine Arbeit, ich habe das jahrelang gemacht, aber auch so ein bisschen, wie mein Kopf funktioniert, klappt das ganz gut. So, ich muss auch nie irgendwie großartig was rausschneiden. Ich verhaspel mich auch sehr, sehr selten. Und dadurch, dass ich das so oft mache, wird man auch, gerade wenn man versucht darauf zu achten, wird man auch besser darin, weniger Ims und Ers oder so zu haben. Natürlich, ich habe meine gewissen Lieblingswörter, die immer und immer wieder vorkommen. Das hat, glaube ich, jeder. Da muss man dann ein bisschen mehr daran arbeiten, gerade in der freien Sprache das Ganze auszubessern. Aber an sich nehme ich die ganzen Sachen immer nur direkt in einem One-Take auf. Ne? Beispiel, und dann sagen wir einfach mal, es ist jetzt ein Video rausgekommen, ein Trailer, der geht 5 Minuten. Dann gucke ich mir den an. Dann gucke ich mir den vielleicht noch 2-3 Mal an, um eine gewisse Meinung zu bilden. Gucke mir vielleicht nochmal so die allgemeine Resonanz an. Aber so im Großen und Ganzen ist es dann eine Stunde Sichtung des Materials. Das ist die Vorbereitung. Dann mache ich eben bereite kurz die Audio vor, dass eben alles sicher ist. Das ist so wie mit meinem Setup hier, vielleicht irgendwie 2-3 Minuten brauche ich dafür. Nochmal Kabel rein und rausstecken, irgendwie überprüfen, ob alles läuft. Ne, Mikro richten, mich ordentlich
mich hinsetzen. Und auch, ich habe mittlerweile so einen Hundeklicker, so einen Hundespielzeugklicker mir geholt. Falls ich nämlich irgendwie was Falsches sage, falls ich irgendwie nochmal etwas anders neu sagen will, dann kann ich den einfach drücken und dann sehe ich nachher in der Audio, ah, okay, da war ein Punkt, da muss ich nicht komplett irgendwie drüber hören, das kann ich dann einfach sofort rausschneiden oder dann muss ich dann irgendwie Sachen zusammensetzen, da setze ich mich irgendwie damit hin und dann nehme ich das Ganze auf. Mittlerweile meine Videos so im Schnitt, würde ich mal sagen, 20 Minuten auf jeden Fall, also gehen wir davon mal aus, ich sitze dann 20 Minuten davor. Das heißt, ich habe dann eine Stunde ungefähr jetzt schon für Trailer-Sichten, die kurze Mini-Recherche oder so zu machen und eben 5 Minuten nochmal für das Ganze hinsetzen, dann nochmal 20 Minuten für die ganze Aufnahme, dann sind wir schon bei einer Stunde 25. Und jetzt kommt die Bearbeitung der Audio und da bin ich persönlich schon relativ penetrant. Und auch einer der Gründe, warum ich mir einen Editor gesucht habe, warum ich das an meinen guten Kumpel Siad oftmals dann eben natürlich bezahlt dann abgebe, ist, weil ich ihm auch gesagt habe, mach das nicht so penetrant wie ich, mach das, wie man normal irgendwas editieren würde, weil ich bin super angespannt und nervös, wenn es um irgendwie Hintergrundgeräusche und sonstige Sachen geht. Und ich bin super darauf trainiert, auch mein eigenes Atmen die ganze Zeit zu hören. Das heißt, ich mag es nicht, wenn ich überall auf die Audio gucke und dann hast du eben immer so atmen, atmen oder je nachdem, wie man eben gerade am Sprechen ist und die Betonung ist, dann ist das auch mal ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger, dann sind die Atme auch mal ein bisschen kürzer und mal ein bisschen länger. Und obwohl ich eigentlich von mir relativ gut überzeugt bin, dass ich auch eine gute Atemkontrolle beim Reden habe und auch ungefähr weiß, wo ich die dann gut eben ansetzen kann, ich kann auf jeden Fall besser werden, aber ich mag das dann nicht. Ich mag das dann nicht, das zu sehen und dann zu hören und dann fixiere ich mich da drauf und ich weiß, dass man das beim normalen Sprechen ausblendet und mich stört das auch bei anderen Leuten überhaupt nicht, aber für mich selber kann ich das irgendwie schwer ausblenden und das heißt, anstatt dann immer wieder, weil das habe ich vorher gemacht, rein und raus zu zoomen in diese Timeline, immer geguckt, oh, da ist noch einer, oh, der ist vielleicht zu groß, da ist eine Pause drin, habe ich einfach mittlerweile gesagt, ich gehe die Audio von vorne bis hinten durch, das heißt, ich fange wirklich vorne an und dann jedes Mal, wenn ich einen Atmer sehe, dann wird der rausgeschnitten. Jeder einzelne. Mittlerweile bin ich ein bisschen besser drin geworden, dass ich ein paar Sachen irgendwie drin lasse, aber ich würde sagen, 80% der Atmer editiere ich raus. Jegliche Pause, was irgendwie in einem Video drin ist, das wird raus editiert und diese Arbeit braucht ungefähr nochmal so lange, wie die Audio ist. Das heißt, in dem Fall, die Audio ist 20 Minuten, dann brauche ich für die Audiobearbeitung auch nochmal 20 Minuten. Das heißt, dann sind wir jetzt schon bei einer Stunde 45. Dann muss natürlich das Ganze jetzt auch in mein Schnittprogramm reingeladen werden, das heißt, ich exportiere die Audio, ich packe das in meine Ordnerstruktur rein und dann würde ich jetzt noch das Video, sagen wir einfach mal, ich habe das schon vorher reingeladen in die Software, die ich benutze, um die ganzen YouTube-Videos dann eben auch runterzuladen, weil in dem Fall ist es ja Trailer-Footage, das heißt, ich muss auch nichts Eigenes aufnehmen. Ne, ich lade das einfach runter, das heißt, es wäre vielleicht die Zeit, den Trailer rauszusuchen und das in das Programm reinzuwerfen, also auch nochmal eine Minute oder so. Setzen wir einfach mal für diese ganze Arbeit, das in das Schnittprogramm zu öffnen, reinzuwerfen und alles nochmal 5 Minuten drauf. Dann sind wir bei einer Stunde 50. Und jetzt bin ich erst vor dem Schnitt. Das heißt, dann wird die Audio auf die Timeline gelegt, das kurz nochmal bearbeitet. Dann werfe ich das Videomaterial drüber und in dem Fall würde ich jetzt einfach nur den Trailer loopen und gar nicht irgendwie auf spezifische Punkte eingehen. Das heißt, auch da vielleicht nochmal eine Minute oder zwei die ganzen Sachen dann festzusetzen. Und dann kommt die Musik. Und da bin ich auch dann, ich habe selber mir mittlerweile so eine kleine Bibliothek angesammelt von Musik, die ich eben dann selber bearbeitet habe, um eben so Extended Versions davon zu kreieren. Da bin ich auch nebenbei, versuche ich immer mir ein bisschen Zeit rauszunehmen, um das Ganze zu aktualisieren und mehr Musik reinzunehmen, die auch möglichst auf sehr viele Dinge passt. Weil teilweise, ja, das ist dann eher Musik, die passt zu einem Horrorspiel oder zu einer ruhigeren Atmosphäre oder zu einem anderen Titel eher besser. Und ich habe so Sachen, die gut als Allrounder funktionieren. So, das heißt, dann wähle ich mir davon irgendwas aus, lege das auf die Timeline, passe nochmal die Audio an, auch den Start, dann verschiedene Musik, die zusammenschneiden, da eben auch die Überbrückungen reinlegen, die Audio-Level anpacken, das Ganze nochmal durchhören, in verschiedene Stellen vom Video rein, einfach random reinspringen, wo auch der Sound mal lauter und mal leiser ist, um das eben abzupassen, das Ende eben zu schneiden. Und selbst das, also wenn ich das so schnell wie möglich mache, einfach wegen der Überprüfung, um mir nochmal Gedanken zu machen, welche Musik ich nehme, wäre das selbst bei so einem Billo 20-Minuten-Video, wo ich einfach nur Footage drüber klatsche und dann die Musik drunter, das wären auch nochmal locker 20 Minuten oder so. Also das heißt, auch da nochmal 20 Minuten draufgesetzt, dann sind wir jetzt schon eben bei 2 Stunden 10, wenn ich das Ganze richtig zusammengerechnet habe. Dann muss ich das Ganze eben rendern lassen. Das dauert natürlich, das setze ich jetzt mal gar nicht irgendwie auf die Zeit drauf, weil da könnte ich dann währenddessen was anderes machen. Dann muss ich auch das Ganze natürlich noch hochladen und dann bei YouTube einstellen. So, währenddessen kann ich jetzt schon mal die Thumbnail machen. Und das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich einfach nur eine Review mache, dann habe ich mein Template, da ist dann mein
ein Review-Template. Ich suche einfach das Spiel raus, mir was Passendes. Und das kann dann von 5 Minuten bis so 15, 20 irgendwie dauern. Je nachdem, ob ich noch ein Logo haben will und noch was anpasse. Bei anderen Thumbnails ist es unterschiedlich. Manchmal habe ich sofort eine Idee dafür und dann habe ich das umgesetzt in 10, 20 Minuten. Manchmal brauche ich dafür alleine für die Thumbnail schon eine Stunde oder zwei. Je nachdem, wie lange ich für die Idee brauche, was ich ausprobiere, die verschiedenen Fonts, die verschiedenen Effekte. Da auch nochmal Dinge auszuschneiden, umzusetzen, zu verwerfen, neu auszuprobieren. Aber auch, sagen wir da mal, so schnell wie möglich. Aber selbst das wären 15, 20 Minuten, die ich irgendwie nochmal dafür brauche. Also sind wir schon bei 2,5 Stunden. Und dann kommt das Einstellen bei YouTube, dass ich den Titel daraus wählen muss. Dann mache ich dann in die Beschreibung. Mittlerweile habe ich mir eben angewöhnt, auch ein Template anzulegen, dass dann das passende Footage und die Musik dann eben eingesetzt wird. Dann eben noch die Hashtags dazu. Zum Glück sind die Tags bei YouTube mittlerweile vollkommen irrelevant geworden. Die sind nur noch dafür da, um irgendwelche Schreibfehler, falls Leute eine andere Schreibweise für irgendetwas in dem Video haben, dass man die dann irgendwie unten reinklatschen kann. Aber die Beschreibung so ein bisschen zu füllen und da auch Sachen, die halt wichtig sind, nachdem Leute suchen, die natürlich in diesen Text eben einzuarbeiten, das in die richtige die richtige Playlist reinzupacken, je nachdem, ne, wenn es einen Sponsor hat, dauert es ja nochmal irgendwie deutlich länger, aber sagen wir auch mal da, das hat es nicht. Und dann gehe ich den ganzen Kladderadatsch durch und das ist auch nochmal, also selbst wenn ich weiß genau, was ich schreibe und was ich machen will, dann ist das mindestens immer so eine Viertelstunde. Und dann sind wir jetzt schon bei so 2,5 bis 3 Stunden. Und das ist der kleinste, geringste Aufwand. Und der ginge nur schneller, wenn ich jetzt vielleicht nur ein 10-Minuten-Video machen würde. Dann könnte man 10 Minuten bei der Audioaufnahme, 10 Minuten bei der Audiobearbeitung rausnehmen und vielleicht nochmal irgendwie so 5 Minuten beim Schnitt, weil ich irgendwie ein oder zwei Musikstücke weniger wählen muss. Aber selbst dann, also bin ich beim Minimum, wo ich mittlerweile bin, für irgend so ein Video, sind das einfach 2 Stunden Bearbeitung. Und das ist wirklich dieses, was sich dann für Leute anfühlt, wie einfach hingeklatscht. Das liegt natürlich auch an meiner Bearbeitung, weil ich dann dieses ganze Footage und solche Sachen da zu haben will. Die Struktur, wie das ja viele andere eben machen, ist dann wesentlich einfacher. Ne? Dass man, du hast dann, die dann auch ihre Facecam benutzen. Das ist natürlich dann der Vorteil. So bei Videospiel-Footage heißt es dann immer, oh mein Gott, das ist so faul, dass du einfach nur irgendwie random Gameplay dahinter gelegt hast. Das ist ein Kritikpunkt, der kommt nie bei einer Facecam. Selbst wenn das einfach wirklich nur die ganz normale Kamera ist, die Leute auch für den Stream benutzen, da ist dann einfach alles eingestellt, da muss dann vielleicht nur mal hier und links und da ein Licht irgendwie angemacht werden. Es ist alles vorpräpariert, du musst in OBS nur den Button drücken und das Ganze wird aufgenommen. Das wirkt weniger faul, weil du hast die Person, die eigens dafür artikuliert. Du hast dann nur auf diese Audio, die du aufnimmst, hast du eben die ganzen Bewegungen drin und das wirkt dann auch besser auf Leute, als wenn du irgendwie das Gameplay-Material im Hintergrund hast. Den Vorteil habe ich nicht. Ich habe hier kein Setup dafür. Ich müsste mir komplettes Equipment dafür kaufen, komplettes Lightning, die Größe von dem Raum, den ich habe. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt hinkriegen könnte. Ich habe von dem ganzen Kram keine Ahnung. Da müsste ich mich nochmal mit einarbeiten, so wie mein Workflow auch ist. Ich mache die Audios meistens eben morgens und dann gehe ich auf mein Laufband und bearbeite das währenddessen. Und weil ich nicht irgendwie 5-mal am Tag duschen will, mache ich das meistens dann morgens. Dann gehe ich auf mein Laufband, bearbeite das Ganze und danach gehe ich dann eben und mache mich eigentlich fertig für den Tag, gehe dann eben dementsprechend dann duschen. Das heißt, ich will hier nicht irgendwie mich auch jedes Mal dann vorher noch fertig machen müssen, damit ich dann irgendwie diese Videos aufnehme, damit ich dann nicht wieder kaputt schwitze, damit ich dann irgendwie nochmal duschen gehen. An alle meine Homies mit Hautproblemen, die wissen, wie ungeil das ist, wenn du das irgendwie 50 Mal am Tag machen müsstest oder so. Auch nicht gut dafür. So, das heißt, das würde in meine Art von Workflow auch weniger reinfallen. Aber es ist für mich dann teilweise, es ist dann für mich mehr Arbeit, das Footage rauszusuchen, weil ich das auch immer noch separat aufnehme. Außer es ist zu einem Spiel, wo ich was Passendes habe oder es ist irgendwie etwas, wo es nur externes Footage gibt und ich kann mir das dann eben runterziehen. Ansonsten nehme ich mein eigenes Footage auf. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie für eine halbe Stunde was einspreche, dann ist es mindestens eine halbe Stunde, die ich aufnehme. Es ist noch das Spiel raussuchen, entweder muss es noch runtergeladen werden oder ich muss es eben aus meinem Regal suchen, es muss installiert werden. Ich muss da eben die ganze Capture, das ist zum Glück etwas, was bei mir relativ fix ist, also wo ich wirklich nur so 2, 3 Tasten drücken muss und dann kann ich die ganze Capture dementsprechend starten. Aber du willst ja auch das passende, zumindest so halbwegs interessantes Material haben. Das heißt, du willst jetzt nicht irgendwie die Intro-Sequenz und die ganzen Menüs und sonst was. Das heißt, teilweise musst du eben noch so ein bisschen in das Spiel reinspielen. Und das heißt, selbst für eine halbe Stunde Video nehme ich dann meistens, also man kann, ich will nicht sagen das Doppelte, aber zumindest bei einer halben Stunde würde ich sagen, dass ich mindestens eine Dreiviertel bis eine Stunde Videomaterial nochmal aufnehme. Dann muss das, ne, dann muss ich das an mein Mac eben holen, das Ganze rüberziehen, das nochmal in die Timeline, das nochmal reinspielen. Das heißt, auch da kommt ein Prozess hinzu, der
der sich dann läppert. Und wenn ich dann ein Video habe, wo ich mehrere Sachen brauche, wo ich dann mehrere Titel habe, zum Beispiel bei meinem Video zu Onimusha, da bin ich nochmal reingegangen. Dann habe ich mir eben die ganzen Spiele aus meinem Regal geholt, habe dann eben nochmal Onimusha 1 eingelegt, Onimusha 2, 3 und 4, habe dazu jeweils nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Material aufgenommen und das dann, ich meine, das war in dem Fall, wurde das von Ziad editiert, Gott sei Dank, aber die Footage-Aufnahme habe ich trotzdem nochmal für den ganzen Kram gemacht, auch für dieses 10 von 10 Video. Da hat mir auch zum Glück Ziad geholfen, dass er die Hälfte, ich glaube 4 oder 5 Titel hat er übernommen und ich habe die anderen aufgenommen, aber da war es eben auch nochmal einzelnes Footage für die ganzen Sachen zu kriegen und das läppert sich dann. Und wenn ich dann noch anfange und dann sage, okay, ich habe jetzt die Audio aufgenommen, ich habe die jetzt bearbeitet und dann gehe ich die in doppelter Geschwindigkeit nochmal durch und setze mir Punkte, wo ich dann das passende Footage raussuche oder beziehungsweise wo ich dann irgendwie nochmal was einblende und dann will ich das ja auch noch irgendwie dynamisch eingeblendet haben, das heißt, auch das muss ich dann reinlegen, Anfang, Endpunkt, da eben auch nochmal, dass es eben so ein bisschen größer oder kleiner wird, dass es dann auch ein- und ausgeblendet wird, dass es nochmal eine Schattierung im Hintergrund hat, dann will ich ja auch, dass es gut aussieht, also muss dann der Hintergrund des Footage, auf dem es zu sehen ist, muss dann noch geblurrt werden, auch da muss ich an Anfang, Endpunkt setzen, das dann einstellen, dass es so eine Smooth ist, wie es dann eben blurrt und wie es dann eben wieder rausgeht und normal und selbst das kann dann pro ein so ein Teil, je nachdem, oh, ich muss noch von der Webseite was haben, dann brauche ich da irgendwie Footage von, muss ich nochmal kurz aufnehmen, das rendern, oh, ich muss einen Screenshot machen, teilweise, um das eben besser auszusehen, damit das Scrollen funktioniert, mache ich dann von der Webseite, ich scroll dann nicht mit dem Mausrad oder beziehungsweise mit meiner Maus drüber, sondern ich mache dann wirklich so 4, 5 einzelne Screenshots und dann klebe ich die in Photoshop zusammen, dass es dann wirklich wie so ein Riesenbild ist und das kann ich dann durchscrollen lassen. Also auch da ist nochmal, je nachdem, so viel Arbeit da drin, was glaube ich nicht wirklich auffällt. Und an sich sind die Videos dafür konzipiert, dass man sie nebenbei hören kann, aber ich weiß, dass manche Leute dann eben gerne den Kontext irgendwie haben, aber ich frage mich dann auch eben, wie wichtig sind die Sachen dann? Also wenn ich einen anderen Aufbau hätte, wie gesagt, von anderen Leuten, die das irgendwie machen können, ne? Zum Beispiel, wenn das irgendwie einen Ludwig mit seinem Mogul Mail oder so macht. Das ist ganz clever. Einfach vorher die ganzen Tabs und die ganzen Informationen, die man braucht, einfach im Browser geöffnet und dann gehst du das Video durch und wenn du dann von dem einen Punkt irgendwie zum anderen wechseln willst und was zeigen willst, ein Videoschnipsel oder irgendwie ein Bild, dann sind die Sachen schon vorbereitet. Dann kann er einfach wirklich nur dahin wechseln. Das Ganze wird ja zeitgleich in OBS aufgenommen. Du brauchst nicht mal aktiv zwischen den Bildern wechseln, sondern du nimmst einfach sowohl die Kamera als auch eben den Desktop aus und dann kannst du problemlos im Schnitt hin und her wechseln. Dann legst du das auf eine Timeline und kannst einfach nur auswählen, wo jetzt das jeweils gezeigt wird und kannst dann sagen, oh ja, hier ist jetzt Fullscreen, ich brauch keine Information im Hintergrund, das heißt, jetzt habe ich meine Fullscreen-Kamera, oh, jetzt wechseln wir auf das Footage und dann ist das einfach schon präpariert. Das heißt, du brauchst in dem Fall wirklich nur die Recherche und einfach einmal alle Sachen raussuchen, auf dem Desktop anzeigen. Nicht mal Screenshots machen, bearbeiten, ins Video ordentlich reinschneiden, sondern da ist es, du hast diese Vorbereitungsphase und dann hast du die Aufnahme und dann auch dementsprechend einen sehr, sehr einfachen Schnitt. Und so können dann diese ganzen Commentary-Videos, ich meine, da gibt es Leute, die machen dann eben noch weniger, da wird dann nur vor die Kamera gesetzt meistens und dann kaum noch irgendwas drin gezeigt. Und da ist eben der Arbeitsaufwand des eigentlichen Videos, da ist es fast 1:1. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass dann Leute verständlicherweise, und deswegen habe ich auch diese Umfrage gemacht, weil man das ohne die Erfahrung, das selber gemacht zu haben, wahrscheinlich auch nicht sehen kann, dass man das Gefühl bekommt, oh, da steckt der gleiche Aufwand dahinter oder oh, da steckt weniger Aufwand dahinter, weil ich ja nicht irgendwie mein richtiges Gesicht passend dazu zeige, sondern irgendwie Gameplay-Material aufnehme. Auch wenn ich eine Stunde Gameplay-Material für eine Stunde Video aufnehmen muss, dann ist das mehr Arbeit, als wenn ich einfach nur die Kamera angemacht hätte und habe dann eben schon, weil die Leute, die dann eben so Commentary machen, die haben ihr festes Setup. Das ist genauso, das ist meistens bei den Leuten auch das Stream-Setup und ob du jetzt bei OBS Start Stream oder Start Recording einfach nur für das Video drückst, das macht dementsprechend keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, das ist nochmal vielleicht wichtig, irgendwie Leuten, das Leuten so zu erklären und zu zeigen. Und wirklich zu sagen, dass ja, selbst wenn ihr hier das Lowest of Low Effort Video bei mir seht oder beziehungsweise wenn ihr es so wahrnehmt, dann habe ich trotzdem mindestens 2 Stunden da dran gesessen. Natürlich, wie gesagt, gerade bei der Audiobearbeitung, viel liegt eben dann auch an meiner Pedantik, was so die ganze Atma und so ein Scheiß eben betrifft und dass ich da mehrfach durchgehe. Aber sehr viel liegt eben dann auch daran, dass ich dann gerne eigenes Footage nehme. Und das fällt den meisten Leuten auch nicht auf. So, ich habe das auch in vielen Kommentaren und das ist keine Anschuldigung. Deswegen habe ich das ja auch gefragt. Vielen Leuten fällt das einfach nicht auf. Das ist dann so, oh ja, du nimmst, weil man ist es ja gewohnt, dass Leute einfach auch das ohne
ohne zu crediten oder so einfach irgendwo Longplays und solche Sachen sich runterladen. Ich finde das für mich dann eben auch trotzdem wichtig, dann eigenes Material zu haben, das nochmal selber aufzunehmen. Scheinbar ist das wohl zu viel. Scheinbar ist das, sollte ich das nicht machen? Und da stellt sich dann natürlich jetzt auch für mich die Frage, wie ich das am besten umsetze, wo ich so, wenn ich jetzt sage, oh, ich mache dann auch in die Reviews einfach nicht mehr das passende Material rein, weil selbst wenn ich nur an ein, zwei Stellen das passende Footage zeige, um diese Stellen im Video wieder zu finden, muss ich ja trotzdem mir einmal meine komplette Audio durchhören. Und wenn das dann so eine 30-Minuten-Review ist, dann ist es trotzdem nochmal eine Viertelstunde, das Ganze dann durchhören, das passende Material raussuchen und das irgendwie dann dran setzen. Und da stelle ich mir dann auch die Frage, wenn ich mir die Aufrufzahlen zum Beispiel bei einem Final Fantasy 16 angucke, wo ich musste an dem Tag schnell weg. Ich war dann für zwei, drei Tage, war ich außer Haus. Ich habe einfach schnell random Footage, was ich noch, ich bin einfach random in verschiedene Spielstände, die ich hatte, bin ich reingegangen für zwei Stunden oder anderthalb und habe einfach random Material gegriffen, das auf meine Timeline gepackt. Ich habe kaum die Audio bearbeitet, ich habe nur größere Pausen rausgenommen. Ansonsten fast alles von den Atmern und so drin gelassen und auch Musik einfach nur so bla 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 hingeklatscht. Ich habe null negative Kommentare zu der Machart des Videos bekommen. Wenn, habe ich negative Kommentare zu den Aussagen, was vollkommen fair ist, wenn man das nicht mag, aber ich habe keine negativen Kommentare zu der Machart des Videos gesehen. Und da stellt sich dann natürlich für mich dann schon die Frage, warum mache ich dann den ganzen Aufwand dafür, wo jetzt vielleicht andere sagen, oh ja, aber ist ja cool, dass du das bei den Dingen machst, aber dann denke ich mir, ja, aber wäre es nicht besser, den Aufwand hier sein zu lassen und wirklich zu sagen, ich mache eine Review zu dem Titel und dann schmeiße ich einfach, ne, ich versuche natürlich alle möglichen Aspekte aus dem Spiel zu zeigen, aber dass ich keinen Wert drauf geben muss, passendes Material, wenn ich jetzt gerade über das Skillsystem spreche, das gerade irgendwie von dem Skillsystem was gezeigt wird, muss das dann wirklich sein, wenn ich diese Arbeit eher in andere Projekte stecken könnte, dass ich dann sagen kann, oh, hier ist jetzt ein Video, wo es sich wirklich lohnt, das Material zu haben, ne, dass ich zum Beispiel bei den Monatsvideos, ja, da ist es halt wichtig, dass ich immer das passende Spiel zeige und dann eben mir auch die Zeit nehme, das dann hinzusetzen und da eben auch die Musik ein bisschen zu wechseln oder bei den Trash-Tuesday-Sachen, dass ich dann sagen kann, hey, da habe ich jetzt mehr Zeit für, dann gehe ich die ordentlich durch und dann schneide ich eben auch Sachen aus den Streams rein und gucke, dass ich das passende Material zeige, weil da geht es ja um diese Kuriositäten zu zeigen, dass wenn es wirklich darum geht, hey, ich möchte euch hier etwas zeigen, weil wenn es einfach nur um eine News-Besprechung geht, wenn es einfach nur um, ne, irgendwie ein Thema von Xbox hat gerade wieder irgendwas Blödes gemacht, Sony hat gerade wieder irgendwas Blödes gemacht, irgendwas ist wieder schief gelaufen, irgendein Leak, sonstige Sachen oder so. Oder beziehungsweise dann auch die Reviews von den Spielen, wo es halt wirklich mehr nur darum geht, was passiert ist. Weil die Sache bei Film-Reviews meckert ja auch keiner drüber, so, weil auch das Material nicht gezeigt werden kann, weil es dann Probleme gibt. Das heißt, auch da hast du einfach nur mehr die Talking Heads. Ja, das habe ich jetzt bei Spielen nicht, aber da ist es so, dann merke ich, dass andere Leute den Vorteil haben, die packen einfach ihre Fresse hin und dann wird zwischendurch mal was eingeblendet und dann ist gut. Und ich bin eben nur das Ein-Mann-Team. So, ich bin sehr froh, dass ich das ab und zu mir leisten kann, Freunde zu bezahlen, hier mal irgendwie Thumbnails zu machen von Markus oder dann eben auch die Videos von Siert. Und das ist halt auch super Arbeit, aber ich kann es mir nicht für alles leisten. Und ich glaube, solange ich mir das nicht für alles leisten kann, stellt sich mir dann die Frage, wäre es nicht besser, die Arbeit dann auf andere Projekte zu fokussieren? Dass ich sage, okay, bei Reviews und den ganz normalen Meinungsvideos, fuck it, die mache ich einfach, weil der Inhalt ist ja trotzdem gleich. So, das, was ich sage und der Inhalt davon und die Arbeit, die ich in die Recherche stecke. Na, weil das ist ja, nimm jetzt ein Thema, wo ich jetzt wirklich nochmal das Silent Hill 2 Video, was ich damals rausgebracht habe. Ich saß die ganze Nacht da und habe alles recherchiert. So viele Sachen, die jetzt erst rausgekommen sind bei Silent Hill Ascension von Genvid, wo Leute reingegangen sind, oh, das haben die vorher gemacht. Das habe ich bei der Ankündigung gemacht. Da habe ich das Ganze recherchiert und mir stundenlang angesehen und alle verschiedenen Firmen und die ganzen Seiten durch und wer hat dran gearbeitet und was ist da irgendwie dahinter. So, da steckt da natürlich schon immer der Aufwand drin. Aber soll ich das dann nicht lieber da reinstecken und dann eben in so Videos, wo es sich wirklich lohnt, wo ich halt wirklich etwas euch zeigen will, ne, wo es irgendwie, oh, hier ist irgendwas Cooles, ne, dass zum Beispiel das Wolfenstein-Video, da finde ich, ist es für mich vollkommen legitim, mehr Arbeit, da habe ich nämlich wirklich alleine für den Schnitt so 4-5 Stunden gebraucht, einfach nur das passende Material dann rauszufinden in den Situationen, wo es eben wichtig war, das zu zeigen, ne, da finde ich, ist es dann passend, das reinzusetzen und ansonsten würde ich die Arbeit dann eigentlich lieber wieder zurück in die Hauptkanal-Videos reinsetzen. Ist natürlich eine ehrliche Frage, auch an euch da draußen, wenn ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen mehr dem Kontext gegeben habe, wie lange ich dann nämlich dann da dran sitze, weil selbst ein normales Review-Video würde dann trotzdem mindestens seine 2 Stunden dauern, aber dann kann ich die restlichen Stunden in dem Tag für andere Sachen benutzen. Da kann ich dementsprechend auch mehr Sachen
spielen und über mehr Titel auch berichten. Ich kann dann einfach mehr Sachen covern, weil der Inhalt bleibt der gleiche. Die Qualität der eigentlichen Aussagen, um die es ja gehen sollte. Na, wenn du eine Textform, wenn du einfach einen reinen Text hast, dann hast du ja vielleicht ein paar Screenshots oder so dazu, aber ansonsten gar nichts. Und ist es dann in dem Fall nicht genug, wenn ich auch bei den Videos, wo ich das gemacht habe, keine große bzw. wirklich null negative Resonanz bekommen habe. Ne? Schaut euch gerne nochmal das Final Fantasy 16 Review Video an, wo ich es wirklich so auf ganz knapp oder so gemacht habe. Ich benutze eben mein eigenes Material und bin natürlich trotzdem daran auch interessiert, die Audio so gut es geht eben zu präsentieren. Und ja, das ist einfach gerne Feedback dazu lassen, aber ich würde wahrscheinlich jetzt basierend eben auch auf dem Feedback, was ich gesehen habe, es eher so machen, dass ich den Schnitt selbst auf dem Zweitkanal in weniger Projekten bündel und die meisten Sachen, wenn es halt wirklich nur hier ist die Meinung und hier ist irgendwie das, ne klar, wenn es jetzt vielleicht irgendwie einen, aber auch da denke ich mir, reicht es, wenn die Leute das den Kontext haben wollen, dann Sachen einfach in die Beschreibung zu packen, muss ich dann jeden einzelnen Tweet nochmal rauslegen und zeigen. Auch da denke ich mir, reicht es dann nicht einfach einen Fullscreen-Shot zu haben, muss ich das Ganze nochmal animieren, was ich halt gerne mache eigentlich. Ah, das ist so die Frage. Wenn ich unendlich Zeit und Ressourcen, dann würde ich jedes einzelne Video so gut und perfekt aussehen lassen, wie es irgendwie nur geht. Aber ohne den Erfolg und die Ressourcen, also in dem Fall das Geld, ist es leider nicht möglich. Ne? Wenn ich hier genügend mit verdienen könnte, dass ich irgendwie einen ein oder zwei Editor irgendwie Vollzeit oder beziehungsweise selbst nur für die Leute so Halbtagsbasis anstellen könnte oder einen Vollzeit, dann natürlich, dann ist es hier sind die ganzen Sachen, das passt, dann machen wir eben da auch gute Videos zu. Das heißt nicht, dass die Videos jetzt irgendwie kacke sind, aber so, die auch dem Medium gerechter werden, sagen wir mal so, die das Medium eben dementsprechend besser nutzen. Aber so lange würde ich dann eben sagen, lieber an den Stellen ein bisschen zurückfahren und das Ganze in andere Projekte reinstecken, dass es dann auch mehr Projekte eben gibt und vor allem eben auch wieder mehr Sachen auf dem Hauptkanal. Ja, aber lasst mir gerne eure Eindrücke nochmal dazu da. Und ansonsten vielen, vielen Dank auf jeden Fall alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Vielen Dank an alle Leute, die auch Kommentare geschrieben haben. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich gewisse Kommentare irgendwie nochmal nehme und zeige. Aber gerade wenn irgendwie die Annahme in diesen Kommentaren falsch ist, dann habe ich irgendwie so das blöde Gefühl, so wirkt es dann, als ob ich die Leute bloßstelle, was nicht meine Intention ist. Es ist einfach nur, hey, hier hat jemand einen vollkommen falschen Eindruck davon, was fair ist, so wenn du meine, darum ging es ja, aber will ich das dann irgendwie bloßstellen und auch bei dann anderen, wo es, oh, das ist genau getroffen, ist es dann wirkt es nachher irgendwie nur wie so eine Beweihräucherung, so, ah, guck mal, da hat aber jemand gesehen, wie viel Aufwand ich habe. Ja, ich habe definitiv so viel Aufwand. Guck mal, wie viel Aufwand ich habe. So, weiß ich nicht, ob ich das dann irgendwie so wolle, so will. Ich habe auf jeden Fall die Umfrage nochmal verlinkt für alle Leute, die sich auch dann die Kommentare dazu nochmal ansehen wollen. Und die Ergebnisse davon dementsprechend. Aber ja, das soll es gewesen sein für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen Behind-the-Scenes-Mehrwert gegeben. Falls ihr generell mehr Behind-the-Scenes-Inhalte haben wollt und eben auch, wie ich meine ganzen Sachen plane. Ich mache jeden Monat einen Behind-the-Scenes-Podcast auf meinem Patreon und eben auch auf dem Steady kommt das raus. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gibt's auch noch sehr viele weitere Inhalte. Ist die beste Möglichkeit, mich eben zu unterstützen. Und falls euch sowas interessiert, da erhaltet ihr diese Einsichten auch regelmäßig. Aber ansonsten geht's jetzt weiter mit dem regulären Content und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, bye bye.